Wir haben doch noch fast eine Minute Zeit. Und sei da schon ganz ungeduldig. Ich grüße euch schon mal recht herzlich. Das können wir schon mal machen, ne? Goku ist nämlich der Erste, der hier gewesen ist. Hallihallo, Mr. Goku. Chris ist am Start. Ich grüße auch dich. Bella ist da. Danny ist da. Und Danny, vielen, vielen Dank für dein Raid. Und dann haben wir noch den Henrik am Start. Ich grüße dir auch dich. Schön, dass du reinschaust. So, den Rest müssen wir begrüßt haben. Bella. Bella habe ich, glaube ich, auch schon, ne? Und ja, guck mal. Jetzt haben wir die letzten paar Sekunden dafür schon mal für die Begrüßung benutzt. Und dann können wir jetzt auch reinstarten. Weil die Musik ist jetzt auch aus. Komm. Ich mache ein bisschen leiser. Und dann werden wir ja heute noch ein bisschen Blasphemus spielen. Ja, wir sind gerade beim Brückenboss angekommen. So nennen ihn ja alle. Das wird wahrscheinlich nicht einfach werden. Mein Gott, die Sonne, die strahlt jetzt aber noch hier rein. Ne? Durch die Zeitumstellung ist jetzt echt noch viel länger hell. Beat sitzt da vorne noch auf der Fensterbank. Ich glaube, man sieht ihn da ein bisschen, ne? Pearl ist oben auf dem Kratzbaum und versucht gerade in den Panda reinzukommen. Da ist eine Panda-Maske. So, und ja, am Samstag gab es wieder ein neues Video bei mir auf YouTube. Ein neues Urbex-Video. Ist ein kleiner Misch gewesen aus drei Spots. Der nächste größere kommt dann wieder am Samstag, wo ich mich da noch ein bisschen entscheiden muss, was ich da nehme. Weil am Wochenende haben wir auch wieder eine ziemlich coole Location gehabt. Ein Hotelbunker war da. Und ja, noch ein bisschen was anderes, was wahrscheinlich einen Zusammenschnitt gibt. Oder noch ein weiteres Video, schauen wir mal. Und beim Goku ist dunkel. Okay. Ist ja normal, dass bei dir alles anders ist als hier, ne? Und natürlich kommt jetzt Mr. Beat. Möchtest du mich wieder sabotieren? Ne? Das ist unfassbar. Der war die ganze Zeit nicht hier an meinem Rechner. Komm, fange ich an. Zack, ist die Katze da. Ich glaube aber, der möchte gleich was zu essen haben. Haben wir 7 Uhr gleich, ne? So, wir wollen aber nicht lange quatschen. Wir wollen jetzt auch mal... Oh. Wir nehmen die Szene. Im Blasphemus reinstarten. So, dafür müssen wir mal kurz die Panda Beats ausmachen. Zack, wird gestartet. Da schläft direkt die Katze. Ich weiß nicht, ob ihr direkt was seht. Ich muss gucken. Nicht auf die Nase. Beliebige Taste drücken. Ja. Wir können starten, sobald ich was sehe. Pilgerweg. 42% erst. Jesus. Na komm. Miet, du müsstest mal runtergehen. Ja, er will auch nicht runter, ne? Brücke. Ja, wir sind an der Brücke angekommen, ne? Und hier soll es nicht so schön sein. Ich habe den Boss ja schon zweimal versucht. Lief nicht ganz so geil. Schauen wir uns mal an. Ja. Wir müssen die Katze einmal runternehmen vom Schreibtisch. Sonst sehe ich, glaube ich, nicht genug. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich ihn angreifen konnte und wann nicht. Na, da war nicht der richtige Zeitpunkt. Ah, ich muss erstmal wieder reinkommen. Das wird ein bisschen dauern. Oh, was habe ich denn jetzt ausgelöst? Ich habe Kugeln um mich herum. Hä? Was habe ich denn Kugeln um mich herum? Ich hoffe, das geht wieder weg. Fuck, falsche Taste gedrückt. Erster Versuch, falsch gedrückt, schon alles falsch. Wieso geht er jetzt in die andere Richtung? Das macht er nicht. Mit. Ah,
Also wenn seine Schwester gleich kommt, dann ist wieder Feierabend. Das kann ich aber jetzt schon sagen. Oh! Diesmal drüber springen auch nicht geklappt. Ich habe halt echt wenig Zeit, ihn immer zu treffen. Einmal schlagen und wegrutschen klappt auch nicht, ne? Und da komme ich auch nicht schneller dran. Und ich immer nur zwei Schläge, die ich machen kann. Ohne viel getroffen werden zumindest. Was ist denn, wenn ich hier jetzt auf ihn schlage? Nein, hätte er jetzt nicht die Blitze machen müssen? Jetzt macht er die Blitze. Wenn ich vor den Blitzen komme, guck mal. Dann können wir ihn noch ein paar Mal schlagen. Das ist vielleicht auch noch mal eine Idee. Ah, gut. Oh, ich bin tot. Ja, gut. Ich muss mal kurz alles neu justieren hier, weil die Katze ist jetzt vor meinem Bildschirm. Muss ich mal kurz runter machen und ich hoffe, ich habe noch nichts übersehen. So. Das Spiel ist weg. Super. Schneit ja andauernd. Also wir hatten heute auch Schnee, Regen, Sonne, alles komplett gemischt. Also heute war wirklich alles da. Komplett alles. Aber liegen geblieben ist nichts. Beim Goku wahrscheinlich auch nicht, oder? Ihr habt ja schon 42% nach zweimal Spielen. Ja, komm, ich bin nicht schnell gewesen. Wo ist was da, Elmo? Tja, wo ist nur die beliebige Taste? Ja, die beliebige Taste ist schwer zu finden, ne? Die Kugeln sind da, um sich Mut anzukugeln. Ja, dann kugeln wir uns mal Mut an. Nice Attacke kenne ich gar nicht. Ja, scheinbar habe ich irgendwas ausgerüstet, was das macht. Ich hab's auch aus Versehen gedrückt. Oh, der Chat, der geht gerade irgendwie nicht mit. Wenn die Winnie stirbt, ist der Ping schuld. Und das bei dem KI-Gegner. Nein, hab ich doch gar nicht gesagt. Was behaupte ich nicht? Hermana, que estáis tras vuestra marcha. E drücken soll ich? Wann soll man denn E drücken bei dem Spiel? Ich habe ja vor, das funktioniert nicht. Ne? Wenn ich vor den Blitzen komme, könnten wir den auch mal ein paar Mal schlagen. Ja, und jetzt vor den Blitzen so. Guck mal. War nur eine Idee, das klappt noch nicht immer. Ich habe so eine kleine Range immer. Schlagen. Der haut mich einfach um mit seinem Wumms immer. Ah, wir machen die Kugeln wieder. Die Kugeln bringen natürlich nur was, wenn ich auch nah an ihm rankomme. Ich war doch vor dem Blitz. Wieso zählt das denn nicht? Ich habe noch nicht so raus, wann ich ihn treffen kann. Und ich kriege noch viel zu viel einen drauf, muss ich sagen. Da kann ich zumindest mal ein, zwei Mal treffen, aber... Das reicht nicht. Da brauchen wir voll lange für. Drüber springen geht halt auch nicht immer. Beim letzten Mal war ich so gut drin, da habe ich den beim ersten Mal schon so weit kaputt gekriegt, ne? Und dann spielst du in der Woche nicht bis komplett raus aus dem Game. Ich brauche ein größeres Angriff, also einen größeren Zeitraum zum Anzugreifen. Wieso hat der Blitz mich denn getroffen? Der ist doch noch gar nicht gespawnt. Der ist doch noch kaputt. Evil Within auf normal. Hat sie mit dem Season Pass gespielt? Also Danny, ich habe Evil Within 2, ne, habe ich die Demo rausgespielt, als sie rauskam. Und die habe ich auf leicht gespielt, weil ich halt Teil 1 so schwer fand. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist aber ein bisschen sehr leicht. Und dann habe ich das normale Spiel, habe ich auf normal gespielt. Und das fand ich immer noch nicht schwer. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie einen Patch gehabt und das schwerer gemacht. Würde ich dir auch glauben, dass das so ist, ne? Diese Woche wird Glasfaseranschluss gemacht. Ja.
Nur leider liegt im ganzen Stadtteil nicht mehr verfügbares Kupfer. Aber wir haben eine Benachrichtigung vom Vermieter bekommen, dass wir diese Woche Glasfaseranschlüsse ins Haus bekommen. Finde ich ja nett. Allerdings liegt ja nichts. Mal gucken, ob dann bald irgendwas kommen sollte. Kann ja sein. Das mit den Kugeln verwirrt mich aber hart. Ich sehe teilweise gar nichts, ne? Ich verstehe das nicht, ne? Wenn die Blitze noch nicht gespawnt sind, wenn die noch so unsichtbar sind, dann treffen die mich doch eigentlich noch nicht, oder? Aber wenn ich vor ihm hingehe, dann treffen die mich trotzdem. Oder er schlägt mich halt, oder? Pass mal auf, guck mal. Ja, trotzdem getroffen. Und nicht mich schlagen jetzt, ich bin noch am Heilen. Guck mal. Bevor die Blitze kommen, ist nicht schlecht, wenn das passiert. Die spawnen halt zu schnell, die Blitze. Ich weiß, beim letzten Mal habe ich ihn immer nur getroffen, wenn er über mich drüber gesprungen ist. Da, schon wieder hat der Blitz mich getroffen. Ich verstehe das nicht. Ich hab's noch nicht raus. Immerhin haben wir schon den Hausanschluss. Engel blau, das Eis. Was? Bis hier eine Straße Glasfaser reingemacht wird, wird wohl geschätzt 2032 dauern. Ich habe getippt mindestens 4 Jahre. Gucken wir mal, ne? Bestimmt voll easy, wenn man den pariert. Ich glaube nicht, dass du den parieren kannst. So war parieren, ne? Ja, so konnte man parieren. Sollen wir versuchen zu parieren? Goldene Sitzbänke, ja klar, Wuppertal kann sich das leisten. Okay, wir versuchen mal zu parieren. Oh ja. Dann probieren wir mal. Okay, das kann ich, denke ich mal, nicht parieren. Mit parieren wir mal. Oh ne, geht gar nicht. Nein! Jetzt bin ich viel, das geht nicht. Jetzt hast du mich auf Parieren getriggert, jetzt war ich ein Mist. Nee, das funktioniert nicht mit dem Problem. Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert ist, ehrlich gesagt. Na, komm mal mit deinem Blitzen jetzt hier rüber. Komm her. Pass mal auf. Kann man nicht immer so machen? Ja, ne, der schlägt da zwischendurch einfach, ne? Oh. Mal mit deinem Blitzen jetzt so, oder? Er blitzt jetzt nicht mehr, wo ich jetzt voll den geilen Trick rausfinden möchte, weißt du? Er blitzt nicht mehr! Jetzt blitzt er, jetzt blitzt er! Jetzt wollte ich nicht, dass du blitzt. Na, jetzt blitzt er, komm her. Nein, der Blitz hat mich schon wieder getroffen. Obwohl der noch nicht gespawnt ist. Er macht schon andere Dinge, obwohl er noch nicht in der zweiten Phase ist. Er schummelt. Guck mal, die zweite Phase fängt doch gleich erst an. Komm mal raus, wo bin ich? Au, weg von mir. Pass auf. Er macht andere Dinge. Er ist einfach in Phase 2, bevor Phase 2 beginnt. Das wird sich schummeln. Oh.
hat mich denn da jetzt was getroffen? Der macht mich wahnsinnig. Ich kann die Phase noch nicht. Ich muss halt erstmal einschätzen, was er da gemacht hat. Kommt jetzt wieder Schlag, ne? Dann kommt jetzt. Wo ist denn die Schwester? Jetzt kommt die Schwester. Es hat mich denn jetzt wieder getroffen? Ich konnte mich nicht heilen. Ich habe heilen gedrückt. Ich habe heilen. Aber wir haben eine Schwester gesehen. Maybell, ich grüße dich. Ich wollte irgendwas überlesen. Schreibt das bitte nochmal. Ihr habt schon so viel geschrieben. Ich kann hier mal hochscrollen. Scheint nur ein Schutz zu sein. Mit dem Bollen hast du ihm keinen Damage gemacht. Okay, ist nur ein Schutz. Alles klar, das ist schon mal wichtig. Der Coin Spacey schreibt auch was. Ich mag den realen Irrsinn. Das ist schon mal wichtig. 19 Euro im Monat für den realen Irrsinn. Wer für Irrsinn zahlt, macht alles richtig. Ja, quatsch mich jetzt nicht wieder auf Spanisch. No hablo español. Ich glaube, ich verlangsame den damit, oder? Kann es sein, dass das irgendwie Verlangsamung ist? Auf jeden Fall habe ich dadurch irgendwie weniger Kontrolle über mich. Ich sehe so wenig dann. Ah, jetzt macht er da hinten schon Blitze. Wir machen nochmal den Blitztrick. Also. Ich bin auf der falschen Seite dafür. Mach Blitz! Mach Blitz! Ich komplett auf der anderen Seite blende und er die Blitze macht, ist voll gut für mich. Aber da darf er nicht so was machen zwischendurch. Hallo, dann machst du eigentlich nicht danach. Kann man irgendwie sagen, dass man höher springen möchte? Irgendwie erwischt mich manchmal die Keule von dem, keine Ahnung wieso. Ah, jetzt bin ich hinter dem. Ah. Aber ich war jetzt, der war gut, da war ich direkt hinter dem. Also, jetzt macht er wieder hier die Gil-Attacke. Und Street Fighter. Ich hätte den nicht schlagen können. Kann er sich eigentlich heilen, wenn er geduckt ist? Nein, kann er nicht. Okay. Was? Also, der ist doch schon mit seiner Attacke fertig und trifft mich noch mit seiner Keule voll oft. Das finde ich nicht gut. Ich kann auch manchmal, habe ich schon rausgefunden, unter den drunter sliden. Na? So langsam muss man die Tricks rausfinden. Und Wonkaboy, ich grüße dich. Konto schon gefändet? Und Chris, ist das Konto schon gefändet? Was ist los? Der hat so viele Subs, Geschenksubs an Danny und Chris. Danny und Chris. Der Chris schenkt sich selber Subs, ja. Und Inside auch rausgehauen. Also, geht schon los. Pass auf. Macht er Blitze jetzt oder macht er jetzt einen? Ja, guck mal, sehr gut. Guck mal, ein guter Anfang. Und er macht wieder Blitze, sehr gut. Und doch keiner getroffen. Mach Blitze jetzt, komm. Ja, schön machst du das. Ah, ich habe in falsche Richtung geht, ich geslidet. Fuck, 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 fuck. Das verlangsamt den. Guck mal, wie den das verlangsamt. Habt
doch gesehen, wie ich jetzt geflogen bin? Also, das hat noch keiner von euch geschafft, oder? Habt ihr den Flug gesehen von mir? Das ist ja mal krass gewesen. Wie kann ich denn so hoch springen? Ich wusste gar nicht, dass es geht in dem Spiel. Falsch. Komm, mach Blitz. Ja, komm zu mir und mach Blitz. Gehen wir weg von ihm. Müssen wir da jetzt nach? Mist, dann bin ich nicht safe hier. Oh nein! Jetzt komme ich doch hinter dem Blitz. Nein, komme ich nicht mehr. Scheiße. Steh heim. Nein, die Schwester kommt. Was macht die Schwester denn? Worauf müssen wir da achten? Ich habe noch gar nicht rausgefunden, worauf ich da achten muss. Weil ich bin dann direkt tot, wenn die kommt. Muss ich die besiegen, die Schwester? Oder muss ich denn nur ihn besiegen? Kann mir mal jemand was sagen? Und ich spreche dann gar keiner mit. Hilfe! Schwester, was machst du? Beat, du sabotierst mich aber auch immer, ne? Geh jetzt runter. Echt jetzt. Guck mal, ich war voll gut. Und jetzt bin ich wahrscheinlich gleich tot. Oh Mann, Sabotage-Cards. Sorry. Wie geht's dir, Divini? Alles gut. Und dir, Bonkerboy? Ich werde nur sabotiert. Aber Mittwoch müsste Geld kommen. Okay, dann ist Chris wieder raus. Ich bin bankrott. Ich habe aber auch keine Kohle im Moment. Macht nichts. Vor 2-3 Tage vor Monatsende. Kennt ihr das Game gerade gar nicht? Ist ein ultra schweres Jump and Run Game. Ja, das Speed steht immer wieder auf. Komm, runter jetzt. Freundchen, runter. Runter. Ich kann so nicht spielen. Ja. Rage! Ja, ich habe mich schon mit Decke eingekuschelt hier. Rage! Die einzige, die heute fliegt. Lufthansa. Also. Ich kann gerade nicht gucken. Legen die Nationalnamen. Öffentlichen Dienst. Schrei die Katze nicht so an. Die sabotiert mich aber immer. Geht besser. Alles klar. Morgen gehst du wieder arbeiten. Okay, hast du Krankenschein vorher oder was? Fuck, ich wollte vor dem Blitz hinkommen. Habe ich nicht mehr. Leute, das war knapp. Das war richtig knapp. Das ist richtig knapp gewesen jetzt. Hätte der Beat mich nicht vorher sabotiert, hätte ich das bloß nicht hingekriegt. Hatte ich, okay. Aber ist ja gut, wenn es dir wieder besser geht. Und du wieder arbeiten kannst. Machst du wieder einen Blitz? Ah, ist ja kein Bock, ne? Aber manchmal bin ich da zu gierig, muss ich sagen. So, bis zu dem Schlag und dann muss ich aufhören. Guck mal, wie viel Leben ich denn am Anfang schon jetzt abgezogen kriege, ohne Kaugummi. Ja, hätte ich nichts gesagt jetzt. Mach Blitz. Danke. Das ist wieder der eine Schlag, den du nicht machen darfst. Wo du einfach Geduld haben musst, weißt du? Welche Phase ist dann jetzt? Hadouken, der macht sowas von Hadouken, finde ich auch. Der macht zwar eher den Heal-Move, aber. Ich schleudere den schon mal den ganzen Bildschirm raus hier. Bin schon gar nicht mehr da. Oh, wir können eng werden. Hallo, also beide Attacken auf einmal finde ich jetzt aber unangenehm von dir. In der Phase muss man ein bisschen lernen.
Und in der letzten Phase sowieso, die blieb ich überhaupt noch nicht durch. Jetzt haut er aber wieder auf alle. Ne? Ja, blitzt, dann geht er weiter rüber. Fuck you! Komm doch mal raus da! Und auf deine Schwester zu rufen! Guck mal, was sie macht! Bitte, 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 was macht sie? Ich kenne ihre Moves null! Aber wenn nur noch er da wäre, wäre ich voll kein Problem jetzt, aber... Hab ich ihn? Ich habe ihn besiegt! Yes, yes, yes! Wie lange habe ich gebraucht? 30 Minuten stream ich! Der Brückenboss innerhalb von 30 Minuten platt. Gib dir doch mal Mühe. Sorry! Ihr seid das Legion-Spezial. Haben es geschafft, wir haben es geschafft! Gulli? Ist die bucklige Verwandtschaft vom Wasserduken, also der De Gil. Ja, wie spricht man den aus? Und Käse, ich grüße dich. Du bist gerade zum Brückenboss gekommen. Ich habe ihn besiegt. Reiß den Typen ab. Ich habe da zwei Streams gebraucht. Quatsch. Du hast das voll schnell alles hingekriegt. Ich finde, am längsten hast du einfach nur fürs Backup gebraucht. Und sonst mit dem Spiel warst du auch schnell durch. Der ist aber auch, ich muss sagen, der hatte am meisten Struktur bisher. Schild. Der Feind, guck mal, das Schild soll Feinden Schaden zuführen. Manche Geschosse zerstört sogar. Aber hat keinen Schaden gemacht oder was? Ich habe nicht drauf geachtet. Warte mal, jetzt können wir mal wieder meine Hintergrundbeleuchtung mit reinnehmen, ne? Jetzt sind die Katzen gerade weg. Trockene Kehle beschwört ohne Strahlen, die das geschossene Feinde niederstrecken. Das klingt gut, das machen wir auch mal. Ja, gespeichert habe ich. Lieber zweimal speichern. Jeder Gamer speichert immer zweimal, wenn er sich nicht sicher ist, ob er gespeichert hat. Okay, der Brückenboss ist tot. Das ist so frustrierend, wie damals andere Cuphead so gerusht haben. Ja, beim Insider haben wir, glaube ich, alle geweint mit Cuphead, ich weiß. Ich kenne das. Hör mal, ich habe bei dem einen Boss dafür voll lange gebraucht. Bei dem... Welchen fand ich denn am schlimmsten bisher? Also ich zähle mal den Tutorial-Boss nicht mit. Den zweiten fand ich bisher am schlimmsten. Da habe ich auch am längsten für gebraucht. Ich spüre, wie mein Blut sich in schwarzen Saft in meiner alten Haut sich in rötliche Rinde verwandelt. Eiserner Baum. Okay. Insider hat mir gesagt, ich soll noch auf alte Sachen achten, wo man noch lang gehen könnte, ne? Ich weiß, dass wir hier noch ein paar Lücken rechts und links überall haben, aber da kamen wir teilweise nicht weiter. Und ich brauche ja noch so Sachen wie die Ranke und die Gasmaske und sowas. Ich habe keine Ahnung, wo es die Sachen gibt. Aber ich weiß, Chris und Insider mussten da teilweise auch nachgucken. Können wir weiter nach links? Rechts? Nein. Sieht aber sehr rankig hier aus. Ich gebe dir die Ranke. Mal nichts kaputt machen. Dann geht's weiter. Schneller Reisepunkt. Ja, nett. Aber brauchen wir gerade nicht. Ich kann, glaube ich, Bosse am besten, wenn ich schnell die Struktur von denen erkenne. Und der eine, der war so durcheinander für mich. Da habe ich da mit den Kugeln und mit dem Feuer, da war keine Struktur drin. Jene, die ihr von der Bestrafung gerettet habt, waren Perpetua. Ich versuche mal Spanisch zu sprechen. Findet Kinder und ich kann wieder nicht lesen. Darf die jetzt nicht sein? Ich habe übrigens schon ordentlich geordert bei Picknick einige Dinge.
Ich habe lecker Essen geordert, schon fürs Wochenende. Eine große Packung Beruhigungssüßigkeiten. Amaretto haben wir noch da. Also Samstag guckt auf jeden Fall alle schön beim Danny Duddle rein. Da werden wir einen schönen Multi-Horror-Abend machen mit ganz Trashing und vielleicht auch mit coolen Horror-Games. Da gibt es da eine bunte Mixtüte. Ab jetzt Speedrun. Ja, ja. Ich sag, machen wir was Wurst, was er sagt. Da Insider damals Cuphead so gerusht hat, wollte ich mich schon die Treppe runterstürzen. Na gut, so schlimm war es bei mir nicht, aber ich hatte echt keinen Spaß mehr weiterzuspielen, muss ich sagen. Ich muss nichts gucken. Weil Insider-Komplettlösung. Okay. Weißt du denn noch ein paar Sachen, wo es die Ranke gab und die Gasmaske zum Beispiel? Warum muss ich eigentlich die ganze Zeit an Pizza denken, wenn ich die Reden höre? Weiß ich nicht, weil Spanisch so klingt wie Italienisch und Italiener machen Pizza? Ich glaube, ich bestelle am Wochenende auch noch Pizza dazu. Also Wochenende werde ich ordentlich gönnen. Wirklich ordentlich. Habe ich mir auch schon vorgenommen. Was macht ihr, wenn ihr wieder einen 120er Ping habt? Ja, beten, dass wir es nicht haben. Was soll man machen? Keine Ahnung. Wir sind ja nicht der Host. Da muss der Insider fragen, wo was ist. Ich glaube, der macht gerade ein Mittagsschläfchen. Der kann gerade nicht reden. Also, jene, die ihr vor Bestrafung gerettet habt, genau, da waren wir Findelkinder und Geschwister, die sich in den Beats Popo Hütern seiner Heiligkeit anschloss. Ich kann das ja lesen. Ich sehe gerade nur Beats Popo. Ja, wir können jetzt hier weiter. Aber ich denke mal, wir hätten da auch noch hochgekonnt. Aber ich sage ja immer wieder, bevor man Ebene wechselt, neuer Gegner. Der Rankengegner. Bevor man eine Ebene wechselt, lol. Geht man erstmal den einen Weg entlang. Stürzt das ein? Ja, da stürzt ein. Ich wollte das nochmal kurz abklären. Okay, der bleibt, wenn du in der Luft schlägst, natürlich hängen. Und dann fällt so runter, ne? Vielleicht beim in die andere Richtung springen, da ist der Weg nicht so weit. Können wir denn da auch noch runter? Theoretisch ja. Ach ja, Mann, ich behalte ja die Sachen. Boah, ich vergesse es immer wieder. Dass das ein nettes Spiel in der Hinsicht ist, dass wenn du einmal was eingesammelt hast, das auch behältst. Komm, wir gehen erstmal eh unten lang. Ich muss mir nur merken, dass da oben auch noch was war. Alles klar. Was ist denn mit dem Gegner los? Habt ihr gesehen? Der ist einfach in die Stacheln gesprungen. Wie geil ist das denn bitte? Cola kaufen und Edelkirsch. Ich glaube, ich bleibe bei Amaretto. Ich weiß noch gar nicht, ob ich noch irgendwas anderes trinke. Frust essen, wenn es soweit kommt. Nein. Ich habe die ganzen Tage wieder... Ich will ja noch ein bisschen für die Sommerfigur ein, zwei Kilo weg haben. Ich habe die ganzen Tage nicht so viel gegessen. Da darf man am Wochenende auch mal gönnen. Das ist wichtig. Das wird diesen Spielen egal. Bei dem Horrorspielen ist es nicht so schlimm. Im Zweifel immer rechts entlang. Aber zählt als eingesammelt. Das finde ich immer gut. Du musst dafür noch 2 Millionen Pesetas sammeln. Du machst echt wieder Platin mit Resident Evil 4 oder was? Ich warte auf was Günstiges, ehrlich. Die Oma hat sich selbst zerstört, die arme Oma. Die ist einfach reingesprungen. Kann ja nichts für. Ich will zwar noch nicht die... Aber guck mal, da können wir eh nicht weiter, ne? Nee. Mal kurz hier zurück. Guck mal, wie die jumpt. Jetzt schmeißt du Dinge auf mich. Oh. Ist ganz schön krass drauf, ne? Also Insider wird wahrscheinlich jetzt Ostern auch seinen 24-Stunden-Stream machen. Ich wäre auf jeden Fall, habe ich mega Bock drauf. Erst Danny, dann Insider. Nee, er ist in... Umgekehrt, er ist Insider dann Danny, ne? Aber hier schönes.
Ach, wieder Knochen. Knochen für den Knochentyp. Ja, ich will noch nicht die Ebene wechseln. Oh, oh. Ich sag's immer wieder und gehe es hoch. Und dafür werden dann wahrscheinlich danach die Woche oder danach die Woche vielleicht doch noch mal ins Ausland fahren und da eine kleine Lost Place Tour machen. Aber dann wird's wahrscheinlich nach Belgien gehen. Ist aber noch nichts fest. Aber ist zumindest der Gedanke. Ah, Mist, da brauchen wir die Ranken. Da brauchen wir die Ranken, da kommen wir noch nicht hoch. Ja, wir bleiben erstmal auf der Ebene. Wir müssen ja alles Stück für Stück absuchen. Oh, muss man ein bisschen mit meinem Leben aufpassen. Weißt du, jetzt klappt einmal dieser Sprung nach unten. Einmal und da bleib ich da hängen. So ein Mist. Am Schwimmen gehen kann man gut abnehmen. Man kriegt ein Megakreuz. Sommerfigur. Die wie die Kopfschüttel. Du siehst immer bezaubernd aus. Ah, ich trinke unter der Woche nur Wasser und Tee und am Wochenende was gönnen. Ja, ich mache so phasenweise. Mal wenig, dann wieder ein bisschen mehr. Das funktioniert ganz gut. So in anderthalb Jahren, ob ihr es glaubt oder nicht, sind 10 Kilo weg gewesen bei mir. Nur vor anderthalb Jahren habe ich 10 Kilo mehr gewogen. Ich mache das langsam, weil schnell ist nicht gut. Ich meine, man sieht das wahrscheinlich auch nicht großartig. Ihr seht mich ja auch immer nur so bis hierhin. Am meisten ist immer Frauen, Bauch, Beine, Po. Ist ja immer das Gleiche, ne? Darüber beschweren sich die meisten Frauen. Platin weiß ich nicht. Da sind echt Mülltrophäen dabei. Und den Raketenwerfer mit unendlich Munition. Das klingt doch geil. Ach, Belgien, aber das ist krass gefährlich. Nee, Belgien ist eben überhaupt nicht gefährlich. Das ist ja das Coole. Also wenn... Wo man aufpassen muss, das sage ich euch jetzt schon, wenn ihr mal eine Lost Place Tour in Frankreich macht. Weil in Frankreich, die haben auch das Hausrecht und die nutzen das auch mit Gewalt. Belgien ist wirklich sehr, sehr gechillt. Ich glaube, das ist so der gechillteste Lost Place Land, wo man hingehen kann. Belgien am besten doch nötig. Der Chris, der kennt sich sofort aus. Ohne Witz. Weißt du, was ich zum Insider gesagt habe? Wenn wir nach Belgien fahren und noch mehr Spots machen wollen, dann müssen wir in Lüttich übernachten, weil von da aus bist du sehr zentral. Und da sind, ja, ich will noch nicht sagen, was da alles ist, werdet ihr ja dann erfahren, aber ich habe schon eine lange Liste. Es wird sehr schwer, das alles in einer Tagestour unterzubringen. Deshalb habe ich auch schon vorgeschlagen, in Lüttich echt das billigste Loch für eine Nacht einfach nur zum Pennen zu nehmen und dann direkt weiter. Ein Kilo im Monat maximal abnehmen, hat mir Doc gesagt. Das kommt immer drauf an, das kann man so gar nicht pauschal sagen. Das wäre jetzt auch nicht ungesund, wenn du dreimal abnimmst. Und es kommt auch darauf an, ob du jetzt jemand bist, keine Ahnung, der 50 Kilo wiegt. Ne? Das ist so eine Frau, die 50 Kilo wiegt. Das ist krasser, ein Kilo abzunehmen, als wenn da jemand ist, der 100 Kilo wiegt. Weißt du, jemand, der 100 Kilo wiegt, der kann auch mal 3 Kilo in einem Monat abnehmen. Boah, Schweiz würde ich mich tatsächlich gar nicht trauen. Da muss der Coin immer was sagen. Ich glaube auch, wenn in der Schweiz, wenn du dein Gebäude schon nur schief anguckst, kriegst du direkt eine Anzeige und keine Ahnung. 1000 Schweizer Franken. Mein Gott, ich kam auf die Währung gerade nicht. Außerdem nimmt man am Anfang sowieso übelst schnell ab. Das war bei mir tatsächlich nicht so. Wie gesagt, ich habe das jetzt so anderthalb Jahre durchgezogen. Und am Anfang ging kaum was weg. Ich habe echt gelitten am Anfang. Und dann habe ich mehr oder weniger so ein Intervallabnehmen gemacht. So, wenn ich mal Bock hatte auf Süßigkeiten und Eis und so, habe ich mal Wochen wieder ein bisschen Eis gegessen. Dann habe ich mal wieder Wochen ein bisschen weniger gegessen. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Beat freut sich auch, Sie zu sehen, ne? Hallo, like, hallo. Und jetzt sitzt Ovoex hier. Ah, jetzt hast du schon einen Knopf gedrückt. Beat will, dass ich weiterspiele. Puh, du gehst wieder auf alle Tasten, ne? Ah.
Ich muss mir hier so einen Kasten drumherum bauen. Von da nach da bis hier. Und dann hier nur noch eine Öffnung, dass nur noch hier ich hin kann. Obwohl mein Internet bricht gerade auch hart zusammen, sehe ich. Oh, oh, oh. Jetzt geht wieder hoch. Mal gucken, ob es so bleibt. Na komm. Wie geht's dir denn, Mr. Lycorlove? In der Schweiz verdient ja die Lidl-Kassierer schon umgerechnet 4.000 oder 5.000 netto. Ja gut, aber dafür ist auch alles teurer da, ne? Katzen tatzen auf allen Tasten. Ja, so ist es. Oh. So weit war ich schon. Das finde ich aber jetzt nicht schön. Gut, ein bisschen Konzentration jetzt, ja? Sagte sie und sprang in das erste Glibber rein. Es hat wieder geklappt. Bin ich denn da weitergekommen? Ja, ich bin oben lang gegangen, ne? Was hat die denn für Probleme? Wie macht die denn hier so Ranken, Matsch-Patsch? Irgendwie habe ich mich gerade voll an meinem Finger gekratzt. Habe ich das gemacht? Wie kam ich doch noch hier unten lang? Da, wollte schon sagen. Irgendwo liegt doch hier mein Zeugs. Da hinten. Dann will mal gucken, dass die einzeln kommen. Ja, oder dass die parallel springen. Das geht natürlich auch. Das ist natürlich auch praktisch. Wo liegt das denn? Da liegt das. Hier kommen wir gar nicht weiter. Bitte. Müssen wir von oben irgendwie hin. Ja, von der Leiter aus kann man nicht schlagen. Gut, dass die Null registriert, dass ich da bin. Boah, jetzt kann ich auch Blitze machen. Kranker Scheiß. Ganz vergessen, dass ich ja was Neues ausgerüstet habe. Na komm, das nehmen wir mal im Bit, auch wenn wir dann wieder andersrum hoch müssen. Ja, da brauchen wir auch wieder Ranken links. Olivensamen. Oliven? Ist was ich als Kind nie mochte und jetzt echt gerne mag, wenn die lecker salzig sind. Die müssen aber lecker salzig sein. Soll man den Sprung einmal wagen hier? Wird wahrscheinlich genau so fies ist das Spiel. Ich wusste es. Kaputter Fuß, oh nein. Was ist das gemacht? Bist du umgeknickt oder hast du was gebrochen? Das Deutsche in der Schweiz ist schwer, ich weiß. Chris, schreib mir mal bei WhatsApp, was deine Must-Haves Lost Places sind in Lüttich, also und Umgebung. Ich denke mal so, die 3-4 Hotspots werden wir eh gleich haben. Aber manchmal hast du ja noch hier und da was ich nicht auf dem Schirm habe. Aber wäre gut, wenn es wirklich maximal von da aus eine Stunde weit ist, weil, wie gesagt, wir haben noch. Ich habe da noch so viele andere Sachen auf dem Plan. Das wird sonst echt viel. Sagen wir Lüttich herum maximal Stunde Umgebung. Ich war noch nie in Belgien, richtig. Also schon durch Belgien durchgefahren. Aber in Belgien richtig Urlaub gemacht oder so habe ich noch nie. Wart ihr schon mal in Belgien? Also aktiv auch richtig? Ich wüsste auch gar nicht so, was ich da sollte.
Und Belgien reizt mich an sich eigentlich gar nicht. Weil die haben halt, wie gesagt, coole Spots. Oben bin ich gestorben, ja. Habe ich die Oma mitgetroffen. Hä? Oh, hab ich mich erschreckt. Ich denke schon, wieso bist du denn jetzt runtergefallen? Oder einfach kein Boden mehr. Na gut, den Fehler mache ich jetzt hier nicht nochmal. Das lasse ich mal lieber sein. Ich kann mir ja mal eine Markierung hier setzen. Weil ich weiß, da fliegt noch was rum. Ich mag auch gerne Oliven. Elefant gefüllt mit Oliven. Top. Oliven sind gesund. In Oliven sind Oliven drin. Das ist richtig. Ich war letztes Jahr auch das allererste Mal überhaupt in Belgien. Ja, wie gesagt, ich war schon mal da durchgefahren des Öfteren, aber nicht aktiv richtig. In Holland war ich schon zigmal. Da kann ich gar nicht sagen, wie oft ich da schon war. Genau, da war es ja auch, ne? Waffeln kann. Ja, Belgien soll leckere Pommes und Waffeln haben. Belgische Schokolade, das stimmt auch. Ja, für solche Sachen werden wir wahrscheinlich keine Zeit haben dann, aber. Nö, hab offene Stellen am Fuß bekommen. Oh Gott. Ist immer noch eine Nachgeschichte meiner Lungenembolie. Boah, das ist doch jetzt schon echt lange her mit der Lungenembolie, oder? Krass, hast du da immer noch Probleme? Nämlich Blutung in meinem Bein. Ich denke mal, ich habe es von meiner Oma geerbt. Ist das denn mit der Lungenembolie alles in Ordnung? Also, ist da noch irgendwas? Ja, was ist denn da los? Ich weiß, dass du da was hattest. Das tut mir ganz schön weh. Wow. Wir testen mal die Blitze. Dann hauen wir mal kurz ab, damit wir nicht sterben. Ich glaube, ich hau nochmal. Ich weiß nicht, wie der Gegner funktioniert, aber ich glaube, springen. Man springt. Man sollte nicht springen, glaube ich. Hat er noch viel? Der hat da nichts mehr, oder? Das ist mal ein Gegner, ein Zwischengegner, der gar nicht mal so einfach ist. Der Bischof, das ist immer, da hat der Chris sich immer gefreut, wenn der Bischof kam. Was weiß ich noch. Weiß zwar nicht wieso, aber er hat sich immer gefreut. Komm ich denn da oben hin? Kann ich hier hochklettern? Ja. Oh mein Gott, hier ist der Bischofs Place. The Place of Bischofs. Wir haben am Wochenende auch so einen krassen Sport noch gehabt, ne? Eine alte, ich weiß nicht, ob die unbedingt katholisch war, aber so eine Priesterschule gewesen, wo da, also Priester ihre Ausbildung machen. Riesengroßer Lost Place Komplex. Und der war so gut, da war noch nichts kaputt dran, da war aber kein Reinkommen, da war ein winziges Kellerfensterchen offen. Das war so schmal. Wenn ich da reingekommen wäre, wäre ich da wahrscheinlich nie wieder rausgekommen. Und das Krasseste ist, wir sind da wirklich wie James Bond rumgeschlichen. Vorne Kameras, Bauwatch, kamst du nicht weiter. Dann irgendwelche roten Lampen an den Wänden, kamst du auch nicht weiter. Hier ist geil mit dem Hintergrund. Und was wollte ich sagen? Und irgendwann war plötzlich Licht an drin. Und da war dann der Zeitpunkt, wo du gedacht hast, jetzt haust du ab. War kein bewegtes Licht, war keine Taschenlampe, es war festes Licht. Das war ganz komisch. Der Knoten der drei Wörter. Dies war der Schauplatz des ersten Mirakels. Ein demütiger und gequälter junger Mensch bat den höheren Willen. Um Bestrafung, legte einen Holzblock an den Ort, auf den er sich setzte und betete. Er hoffte, seine Gebete würden. Er betete für Schmerz, um sich von der Schuld zu befreien, die seine Seele peinigte. Dann erschien ihm das Mirakel selbst. Es ließ Wurzelwerk aus dem Block wachsen, das sich an seine Arme und Beine schlang. Aber aus seinem Mund kam keine Laut.
kein Laut der Klage suchen. Jeder Bewohner dieses Landes wurde Zeuge dieses Wunders. Und alle beteten angesichts der ersehnten ewigen Freude des Jungen. Ich kann die Schrift so schlecht lesen, der Baum auf jeden Fall. Ineinander verschlingte Stämme und es waren drei Worte, die der Junge sprach, bevor er starb. Meine große Schuld. Jedes Jahr fließt aus seinem Kern eine goldene, brennende Flüssigkeit, die sein Andenken ehrt und uns vielleicht daran erinnern will, dass das erste Mirakel uns nicht verlassen hat. Dann verschlungen waren und sind die Wege des Mirakels. Das Verstand haben wir sicher auch nicht, aber ist egal. Willst du denn was haben? Vielleicht erzählen wir da gleich nicht nochmal. Was machen wir denn mit dem Baum? Weiß ich nicht mehr. Stopp. Welche Schokolade habe ich da gekauft? 3 Jahre, ja. Oh Gott, 3 Jahre ist schon her. Und der Lunge ist soweit alles gut, sehr gut. Passt da bloß auf, mein Vater hatte das, als er 2 oder 3 Jahre alt war. Das rechte Bein unterhalb vom Knie amputiert. Ach, mit 2 oder 3. Ist das 2 oder 3 Jahre her oder er war 2 oder 3 Jahre alt? Krass, er war 2 oder 3 Jahre alt. Ja, die besten Pommes soll es da geben. Ist das Knochen versus Zahn? Was? Wie schof. Ist das Knochen versus Zahn vom Wurstwasser Elmo? Es ist so klein, ich kann es kaum lesen. Muss man aufpassen. Wie kontrolliert man das denn regelmäßig? Kirschbier. Na guck mal, ihr kennt euch alle aus hier in Belgien. Oh, das tut mir weh. Weiß auch nicht, hier kommen wir auch noch runter. Oh. Secret. Was ist das? Wollt ihr euch mit dem Öl der Pilger salben? Ich salbe mich jeden Tag hier. Maximale Inbrunst wurde erhöht. Ihr habt alle immer so einen vollen Lebensbalken gehabt. Ich hab gleich meinen Inbrunstbalken, ist gleich von meinem Lebensbalken überholt. Wo kriege ich denn mal meinen Lebensbalken neu? Oh Gott, wir sind in der Bibliothek. Erstmal die ganzen Bücher zerschlagen. Nein, sowas macht man nicht. Sind das Gegner? Ja, sind Gegner. Aber die kann man scheinbar nicht killen. Das sind die Geister, die ich rief. Geister, die ich rief und Büchernasen. Leute, wo sollen wir hin? Hier geht das überall nach rechts, links, hoch, runter. Verstehe die ganzen Bücher, das ist nicht richtig. Da kommt ein Kopf geflogen. Ist noch nicht geflogen, ein Kopf? Kann ja nicht einfach ein Kopf geflogen kommen. Okay, ich habe kein Leben mehr. Die Stelle kann ich mich hier irgendwie auch noch erinnern. Aua! Der hat mich am Fuß noch gewischt. Ich bin tot. Shit. Zwei oder drei Jahre alt war, doch, habe ich richtig gelesen. Anfang der 1950er. Musst du froh sein, überhaupt gelebt zu haben. Ja gut, in der Hinsicht hat die Medizin sich ja schon verbessert, ne? Muss man ja schon sagen. Damals war die Medizin noch nicht so weit entwickelt. Oh, wie heute, damals noch kurz nach dem Krieg. Das stimmt. Muss natürlich wieder zum Gefäßchirurgen. Okay, der überprüft das dann jedes Mal. Also mit Ultraschall wahrscheinlich, ne? Der Kopf. In der Bibliothek waren krass. Ist zu krass, soll ich da noch nicht hin, Chris? Du musst mir jetzt die Tipps geben.
Und soll er dann pennen. Aber ich muss meinen Schulfach. Nein, das spickt mich gleich wieder. Ich muss mein Zeugs da wieder einsammeln. Möchte ich einfach hier runter? Ne. Wir müssen die Geister abwarten. Wow. Oh, guck mal, ich bin voll drunter hergeslidet. Was ist denn hier los? Insider hat erwacht und ist im 5. Jahrhundert aufgewacht. Ja, die Köpfe, ne? Die Köpfe, die killen mich natürlich gleich übelst. Ich muss hier schnell weg. Ich muss den Typen mal schnell kaputt kriegen. Aber die kommen ja immer neu. Kann ich ja bis übermorgen können wir Köpfe kaputt machen. Geht weg, ihr Köpfe! Ah, guck mal, die Köpfe, die geben immer Geld. Kannst theoretisch dich für immer hier hinstellen und die ganze Zeit sammeln. Ah ja. Erstmal sammeln wir dort ein. Dann machen wir den Typen erstmal kaputt, damit dem nicht mehr seine Köpfe entgegenschleudert hier. So, der Köpfe-Typ ist tot. Brücke frei? Ja, Brücke! Innerhalb, also halbe Stunde lief der Stream, da habe ich ihn kaputt gehabt. Schon ewig. Also ist schon jetzt eine halbe Stunde her. Mit Anmoderation, ich würde sagen, so 25 Minuten habe ich dafür gebraucht. Nachdem ich einmal, also der war gut zu durchschauen, der hatte Strategie. Jetzt sind wir in der Geisterbibliothek angekommen. Ich habe keine Ahnung, was der beste Weg ist, den wir jetzt laufen sollten. Redest du mit mir? Ja. Das Geräusch verstummt mich. Es kriecht über diese vergessenen Mauern. Und niemand kennt seinen Ursprung oder seine dunkle Bestimmung. Im Namen des höheren Willens, bitte mach, dass es aufhört, denn danach habe ich mich lange gesehnt. Mach, dass es aufhört. Alles klar, hier, ich helfe dir. So ist das wahrscheinlich nicht gemeint. Der Chris schenkt dem Coinsbasey ein Sub. Vielen Dank fürs Geschenksub. An den Coini! Was? Du hast mich beim letzten Stream noch gedisst von wegen... An dem Brust bin ich aber gar nicht gestorben. Hör mal, du hast dafür andere Sachen schneller, besser hingekriegt. Ist doch gut, wenn wir zumindest dann unterschiedliche Sachen schnell hinkriegen. So ist das doch okay. Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich wieder ein Knochenstück, ne? Kreuzbein. Ja. Kommen wir aber nicht hoch. Ich sehe hier gar nicht, wie wir da hochkommen. Da ist eine Leiter. Hier noch ein Schalter, ja. Genau, ja, ganz schön auf den Sack, die Geister hier. Ja. Oh Gott, zwei Stück von denen. Okay, so kann man es auch machen. Was? Aua. Ja gut, hier komme ich her, ne? Habe ich den Sprung hier? Hopp! Ja gut, wenn ich auf Springen drücken würde, könnte man mal das probieren. So, natürlich nicht. Dann gucken wir mal, was der Hebel auslöst. Fahren wir mal hier mit. Okay, es geht immer weiter nach links. Dann werden wir mal hier lang. So, guck mal, da freut sich der Coini doch, dass er ein Geschenksub bekommen hat. Ein Geschenkabo. Wieso, warum? Warum? Ja, weil Coini auch mal ein Geschenksub verdient hat. Wieso denn nicht?
Aber hast du mir denn schon geschrieben? Stillgelegt. Guck mal, der Chris, der hat schon alles geschrieben. Der Chris, der vervollständigt unsere Belgien-Tour. Aber wie gesagt, wird dann wahrscheinlich irgendwann nach Ostern kommen. Wenn die 24-Stunden-Streams dann irgendwann vorbei sind, wird es dann wahrscheinlich irgendwann einen Trip dahin geben. Also krass, Chris, dass du auch direkt Lüttich geschrieben hast und so. Genau da meinte ich auch, müssten wir dann übernachten und so. Der Chris, der weiß auch schon sofort, wo man hin muss. Das ist voll praktisch. Also wenn du da... Da ist, glaube ich, wirklich eine gute Ausgangsposition, die Stadt. Ja, drumherum kannst du viel erkunden. Da gibt es auch ganz billig Motels, wo du da mal zur Not übernachten kannst. Was sollst du es auch machen, ey? Ich habe schon immer... Insana meinte zwar, ja, er wird auch hin und zurückfahren, das macht ihm nichts aus. Aber es gibt einfach zu coole Sachen. Du müsstest dich dann wirklich entscheiden, ob du das oder das nimmst, weil du würdest das nicht schaffen. Das ist noch nicht mal die Fahrtstrecke, die dann zu viel wäre. Das ist wirklich, dass du zu viel Auswahl hast. Du hast zu viele coole Sachen da. Guck mal, was ist denn hier jetzt wieder los? Die Köpfe sind mir ein bisschen zu viel hier. Hey, du kannst aber ganz schön weit werfen. Ja, aber da müssen wir jetzt nicht nochmal hoch, ne? Das haben wir ja schon. Genau, da habe ich das verloren. Und hier müsstest du auch noch höher gehen. Guck doch mal. Ja, hier sind wieder die rosa-roten Glühwürmchen, nennen wir sie mal. Ah, ich dachte einfach geduckt bleiben ist hier eine gute Taktik, aber so geil ist die doch nicht. Blitze! Quatsch. Jetzt können wir nämlich auch die coolen Blitze, nicht immer nur die Gegner. Das ist unfair, nur wenn die Gegner coole Sachen können, ne? Muss man mehr kaputt schlagen hier. Ne? Ja, Lüttich ist ja auch eine Fundgrube an Places. Obwohl ich in Lüttich selber jetzt gar nicht so die geilen Spots habe, aber so drumherum halt. Lüttich ist halt schon auch eine große Hauptstadt. Da sagen wir eine große Hauptstadt für Belgien, das ist glaube ich schon, ne? Warte, Leiter, warte doch auf mich. Alter, wartet einfach nicht auf mich. Das donnert der mir eigentlich immer Bücher in der Fresse. Also ich muss auch schlagen, ne? Zwischendurch immer mal an der Wände gucken, ob es da noch ein paar Secrets gibt. Hier komme ich doch her, oder? Wieso gehe ich da wieder zurück? Ich wollte mich ducken und schlagen. Natürlich geht das nicht, wenn du vor der Leiter stehst. Dann geht er da runter. Macht Sinn. Lol. Was soll ich denn jetzt hier? Das war jetzt aber nicht Sinn der Sache. Hm? Komm ich denn da rüber? Ich will noch nicht so ganz. Ich müsste ja jetzt nach links. Oder geht er jetzt nach rechts, oder? Nein! Nein! Oh, ein fucking Fastball. Ich muss wieder alles umstellen. Okay, das kann sich jetzt um Stunden handeln. Müssen wir alles nochmal machen. Ich dachte, ich wäre schon auf... Ich dachte, das wäre... Keine Ahnung. Ich geh schnell rüber.
Und er knallt mir einfach ein Buch ins Gesicht. Wenn ich das nochmal mache, dann kann doch keiner damit rechnen, dass ich jetzt ein Buch ins Gesicht kriege. Weißt du, andere Leute hängen 5 Stunden an dem Bus. Ich hänge jetzt hier 5 Stunden an der Schiebescheiße. Ich muss es ja immer wieder so machen, ne? Kann ich mich denn da ducken? Also starten eigentlich Bomber und Coinspacy und Power Slayer immer. Ne, Coinspacy nicht. Ne, also ich habe keine Ahnung, wie wir da rüberkommen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich krieg ja auch noch das Buch abgeklatscht. Also ducken geht nicht, auf der Leiter runter geht auch nicht. Kann man drüber springen probieren. Ansonsten können wir da noch nicht hin. Weiß ich nicht wie. Vielleicht kommt man da von der anderen Seite noch hin. Ja, du musst erstmal nur rüber. Ja. Wenn, dann haust du mich jetzt nach links. Danke. Oh Gott, was ist das denn jetzt wieder für ein krasser Geist? Solche Gegner habe ich jetzt gar keinen Bock. Ich habe nämlich kein Leben mehr. Wir sind auch schon wieder bei diesen roten Glühwürmchen, wie Chris sagte. Und eine Ranke ist auch da. Hä, ich komme einfach nicht weiter durch meine coolen... Ich brauche mal so coole Sachen, ne? Da unten sind gar keine Wege. Doch, da ist eine Leiter nach unten. Ach, guck mal, hier ist ein Secret. Boah, das brauche ich jetzt. Hier, wieder herstellen. Gib mir bitte her. Boah, das ist gut. Ich habe nämlich kein Leben mehr. Außerdem gehört Lüttich zu Walloni? Wie spricht man das aus? Und nicht mehr zu Flandern. Kein Belgien, gar nichts. Ach, ich plane das schon. Keine Sorge. Ich plane schon was. Das, weil ich Tipps bekommen habe, dann kriege ich von Chris noch ein paar Tipps. Ja, das ist halt das Problem, ne? Franzosen-Belgier. Sind die denn auch so... Mögen die denn auch so wenig Deutsche? Die Belgianer? Belger? Belgianer? Belgier. Ja. Was war eigentlich an der Schweiz gefährlich? Hab nur gehört, wir haben gesagt, wenn du in der Schweiz Lost Places besuchst, dann kriegst du wahrscheinlich schon eine Anzeige, wenn du die da anguckst. Und kannst du direkt 1000 Schweizer Franken bezahlen, nur weil du die böse anguckst, die Lost Places. Habt ihr coole Lost Places in der Schweiz? Weißt du das, Coinspacy? Also ich denke mal, es wird extrem teuer da, wenn du da erwischt wirst. So haben wir darüber gesprochen. Wir testen extra billige Horrorspiele für euch, damit ihr sie nicht kauft. Ja, wir haben schon alle, also wir haben schon alle Spiele zusammen für Samstag. Wir kaufen nichts Neues. Ich glaube, wir haben 4 oder 3 neue und dann noch die alten, die ganzen Updates haben, wollen wir machen. Was? Bulgarien? Nee, wir fahren ja nicht nach Bulgarien. Netix spielt Dyson Staubsauger oder sowas. Also er spielt meistens so Strategiesachen. Haben wir schon alle gekauft. Ja, wir wollen ja gerade diesen extra billigen Trash haben, ne? Das ist es ja. Und das heißt ja nicht, wenn es einem nicht gefällt. Ich habe ganz viele negative Bewertungen von Power Slayer schon auf Steam gelesen. Von Spielen, die ich persönlich gar nicht schlecht finde. Das heißt ja nicht, dass einer, ne, wenn einer das schlecht findet, dass der andere das dann auch schlecht findet. In Frankreich hassen nur die Ostfranzosen die Deutschen. Okay. In Westfrankreich sind netter. Soweit war ich noch nicht drin in Frankreich. Aber wie ist das denn in Belgien dann? Boah, da, die sprechen dann auch Französisch da, ne? Aber die sprechen da auch zum Teil Holländisch. Ich hab mich da mal mit einer unterhalten können im Urlaub. Da war mal ein Mädel. Hören wir erstmal nach links weiter. Ich hoffe, die Katzen haben endlich Essen. Weil Beach springt schon wieder hoch. Das müssen wir gleich mal komplett rausschmeißen. Öfters lasse ich mich jetzt nicht sabotieren von der Katze.
Oder ich behalte dich jetzt einfach so lange auf deinen Arm, bis wir kuscheln, bis wir kuscheln. Ja, das willst du nicht, ich weiß. Aber dann musst du auch runter. Nö, wir reißen alles sauber ab, wenn's Lost ist. Ja, guck mal, die Schweiz macht das richtig. Bulgarien hat aber auch krassen Lost Places, aber das ist wieder so weit. Belgien ist ja wirklich direkt um die Ecke. Ich würde bei Divini ja gerne mal ein Hacker-Game sehen. Was ist denn ein Hacker-Game? Ein Hack? Allgemein? Ich habe die Katze gerade da runtergeschmissen und sie ist von da wieder hochgekommen. Ist doch unfassbar, oder? Der ist geloopt. Beat loopt sich. Der ist in der Loop-Schleife drin. Der springt immer auf der einen Seite hoch und auf der anderen wieder runter. Ja, dann leg dich aber auch hin. Guck mal. Du kannst ja auch liegen, dein kleiner Fluschi, ne? Wenn du so liegst, ist okay. Aber dann muss auch der Popo runter. Und jetzt hat er sich hier hingelegt. Das ist der Beat Loop. Lost 5 Sterne Hotel. Das klingt doch geil. Kommt das eigentlich her, dass man in der Schweiz und Belgien so viele Sprachen spricht? Und die mal erobert und zersplittert? Ja, muss ja irgendwie aus Kriegszeiten irgendwas sein, oder? Dass sich das dann so aufgeteilt hat, dass die dann so gesprochen haben und das Land wieder zusammengeführt wurde oder so. Ich weiß nicht. So was weiß der Chris mit Sicherheit. Also, ich wollte ja noch weiter nach links. Ach ja, boah. Ich habe zu viel im Chat geguckt, sorry. Ich weiß, dass du wieder herkommst, tut mir leid. Oh, wer bist du denn? Ja, wir machen Blitze. Nein, ich fall runter. Ich wollte gerade Blitze mit ihm machen. Nein, nicht heilen, Blitze! Klatsch. Du warst doch schon mal woanders. Nehmt den nächsten meiner tiefen Schmerzen. Maximale Gesundheit wurde erhöht. Endlich habe ich mal meine Gesundheit erhöht. Nicht immer nur meine Inbrunst. Ah, Insider hat schon gesagt, man kann sehr viel durch Wände links und rechts gehen. Heute achte ich da mal drauf. Und zweimal hatte ich schon Erfolg bisher. Wo man sieht sie nicht immer. Ich schlage auch einfach nur rein aus gut Glück. Da ist noch so einer. Ist das kein Typ? Der quietscht aber wie ein Mädchen. Ich hab Angst, wenn er schlägt, dass er ziemlich feste schlägt. Wir kennen aber auch gerade keinen Kopf oder so. Ich weiß nicht, wo was ist. Fleißige Geister, die lesen ganz fleißig hier. Weißt du, wir haben ja noch so viele Wege, wo ich lang kann, ne? Ich laufe einfach irgendwo lang. Hey, wir gehen jetzt einfach mal links was rum. Hier geht's auch noch hoch. Da kommen die nächsten Köpfe hier. Oh nein, das sind Gewitterköpfe. Sind hier Gewitterköpfe. Oh Gott, sind ganz schön viele Gewitterköpfe. Oh, nicht so viel Gewitter machen. Na geil, die Tür ist zu. Okay. Komm, wir schauen mal noch nicht hinter. Die Türe war verschlossen. Nein, ich war nicht lange genug dran. Bitte. Ich sehe schon, da oben ist auch was, was ich einsammeln könnte, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Oh, wahrscheinlich nicht von hier aus. Indem du als Hacker unterwegs bist. Ja, können wir gerne mal machen. Hast du so ein Spiel? Die Schweiz wurde und wird nie erobert. Die Schweiz wird immer als Standort für das ganze Schwarzgeld und Standort für Bilderberger und Schwabs bleiben. Darum sind die safe. Ganz einfach. Wir haben Italiener, die sich in Italien nicht wohlgefühlt haben.
Und Franzosen, die sich nicht in die nicht in Frankreich wohnen wollen. Okay, das macht Sinn. System Shock 2. Ich dachte eher so in Richtung Hacknet. Was sagt mir das? Ich weiß es nicht. Okay, Chris, erklärt hier nochmal alles. Explosive Köpfe, Gewitterköpfe waren das. Bin ja schnell weggegangen jetzt. Bin ich eh nicht durchgekommen. Ich werde es versuchen, aber ich werde den Sprung nicht schaffen. Übersehe ich denn hier was? Ist hier eine Ranke oder sowas? Oder ist der einfach ultra genau getimed, der Sprung her? Ja, nochmal von weiter oben, warte mal. Hier. Tropfen der geronnenen Tinte, oder was war das jetzt? Was ist das hier? Könnte ich durch? Kann ich nicht. Wer weiß, was hier wieder unter mir ist, ne? Das ist schon wieder zu hier. Schon viele verschlossene Türen jetzt hier. Ach man, Speicherpunkt. Schön. Schon lange keinen mehr gehabt. Sind wir hier im Harry Potter-Universum. Mit den ganzen Gemälden. Oh Gott. Die Gemälde greifen mich an. Das sind jetzt noch fliegende Gemälde. Die schlafen nur, die stehen. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Hammer, der, guck mal, der geht immer kaputt, wenn er zuschlägt. Als ob er danach wieder ganz ist. Ein bisschen Angst vor dem hier, der zieht ganz schön Leben ab, ey. Nervt mich hier nicht. Jetzt ist er komplett zerbröselt. Ey, laufe ich überhaupt so gut? Was so ein Insider? Hier wären ja noch überall Wege lang gewesen. Ist zu, muss ich mir merken. Merke ich mir eh nicht. Ja, geil. Aua! Nein! Wir sind doch zu neutral zum erobert werden. Ja, Chris, mach mal eine Erkunde-Stream, ich glaube auch. Coinspacy, hab ich dich ja schon mal gefragt, kannst du alle Sprachen? Kannst du Italienisch, Französisch? Und lassen uns von der NATO beschützen, um nur dabei zu sein. Ja, mittendrin statt nur dabei, oder wie war's? Schockierend, dass die Stadt Motier in Berner Jura bald aus dem Karton Bern austritt. Ich weiß nicht, ob das schockierend ist. Ich habe keine Ahnung. Ich denke nicht, dass die NATO wirklich interessiert, wer offiziell dabei ist. Wenn die will, muss jeder springen und sich opfern. Oder wird vernichtet. Sollen wir das nochmal machen mit den Bildern, ne? Ich bin wieder online, aber da kommt nichts durch die Leitung. Ich weiß nicht, ob ihr mich schon wieder seht oder hört. Es prasselt hoch und runter. Hoch auf 30, 900, 1000. 800? Also so können wir nicht weitermachen. Das muss ich zumindest wieder ein bisschen stabilisieren. Was habt ihr denn noch geschrieben? Ja, ich glaube, wir bezahlen 1 Million Dollar für gar nichts, was wir hier kriegen, so ungefähr gefühlt. Aber es ist immer noch besser, als gar nichts zu haben. 55 für 500er Leitung. Boah, 25 Euro für eine 1000er plus TV. Wir zahlen noch 44, 7. Es ist aber auch immer alles teurer geworden, ne?
Müsste das nicht mittlerweile alles günstiger werden? Ich muss meinen Vertrag jetzt überdenken. Was zahlst du denn, Käse? Hast du das auch schon geschrieben? Das ist einfach krass, ne? Wir probieren mal ein bisschen. Wenn da halt nichts gibt, muss ich halt abbrechen heute. Aber würde ich ungern machen. Weil wir kriegen halt schon Progress hin, muss ich sagen. Der Brückentyp, der lief so gut. Da bin ich jetzt ein bisschen motivierter, das auch weiter zu spielen. Oh. Ja, wieder. Nein, der Mann. Fuck, ich kann ihn nicht kaputt. Wo sind wir denn hier gelandet jetzt? Das sah ich noch alles toll, motiviert und so. Wollen wir da hoch? Nee, noch nicht. Ach, scheiße, die Tür ist zu. Wir müssen da hoch. Jesus, Maria und Josef hier. Rechts oder links? Das ist jetzt wieder die Frage. 80 Euro. Ja, für 80 Euro für gar nichts. Das ist so unfassbar, ne? 50 für 100. Uralvertrag. Also es war mal eine Zeit lang, dass alles günstiger geworden ist. Das war wirklich mal eine Zeit lang. Oh nein! Hier ist einfach ein Bus! Ohne Speicherpunkt vorher! Was ist das denn Ekliges? Oh ne, da mache ich nicht mit. Beim Boss wollte ich jetzt heute nicht nochmal machen. Ein schreiende Baby. Also das Gesicht kann ich treffen. Baby an sich kann ich nicht treffen, ne? Ein Boss ohne Speicherpunkt finde ich aber heftig. Ich habe ja auch gar kein Leben mehr gehabt. Das ist ein bisschen dezent unfair. Was sagt ihr denn nicht, dass ich nicht da lang soll, bitte? Ja, ich habe wahrscheinlich noch gar kein Bild oder so. Mein Baby, das Blut weint. Guck mal, der Coiny kennt das auch schon, ne? Als alles günstiger wurde. In den 90ern war das noch. Boah, nee, da, also Baby ohne Speicherplatz ist mir zu krass. Da ist irgendwo ein Speicherpunkt. Von der anderen Seite, scheiße, okay. Ja gut, ich hätte natürlich auch hier lang gehen können, ne? Ja, machen wir den erstmal noch nicht, weil ohne Speicherpunkt ist mir das ein bisschen zu nervig. Wie ich jetzt einfach reinrenne, ne? Das ist einfach Quatsch, was ich jetzt gemacht habe. Muss mir mal kurz mich killen lassen. Wenn wir von der anderen Seite nochmal kommen, dann gehe ich jetzt nicht da lang. Dann bleibt das halt da liegen. Kann er die nochmal einsammeln? Weil wir haben ja noch tausend andere Wege, die wir erstmal erforschen können. Ich sollte erstmal schon hier auf der Seite die Sachen erforschen. Auch wenn wir uns jetzt nochmal hier durchkämpfen müssen. Mann, ich würde Blitze machen, nicht mich heilen. Die ziehen zumindest schon mal die Hälfte ab. Seit wann haut ihr denn zweimal so schnell hintereinander? Ja, doch, runter ist gut. Und dann entweder rechts oder links rum, weil da waren wir auch noch nicht. Aber eigentlich mag ich das Setting hier sogar sehr gerne. Ziemlich cool mit den Bildern und so.
Ach, stimmt jetzt. Boah, ich versuche die ganze Zeit einen Blitz zu machen, ne? Jetzt weiß ich auch, wieso das nicht geht, weil meine Inbrunst nicht voll ist. Oh, der ist ja immer noch nicht kaputt. Ich dachte, da wäre schon längst kaputt. Ich tue mich mal. Fuck. Und das Internet ist schon wieder fast weg. Aber ich weiß nicht, ob das noch Sinn macht. Wäre zwar echt schade. Aber wenn nichts durchkommt durch die Leitung, drückt uns mal die Daumen. Das hat gar nicht. Ich kaufe noch mal ein bisschen ein. Dann speichere ich und dann gucken wir mal, ob's da noch Sinn macht. Müsste mir mal gleich sagen. So, was haben wir denn hier? Weidenknoten, spiralförmig, spannende Perle. Wieso geht denn jetzt mein Stream auf einmal hier an? was kann die denn? Einfluss schützt den Träger vor Schaden durch Gift. Das ist aber nicht das Giftding, was man braucht, oder? Weidenknoten. Aber das klingt gut, das kaufe ich. Ja, was kann er gefehlt? Das kaufen wir auch. Jetzt habe ich zwar kein Geld mehr, aber mal gucken, was es noch gibt. Oh, 9.999. Schlüssel des Inquisitors. Krass. Kann ich nicht machen. Kann mir aber mal einen Punkt hier hinsetzen. Jetzt geht es gerade wieder hoch mit dem Internet. Ein neues leeres Galle-Gefäß. Das ist ja schon mal schön. Aua. Soll ich denn hier hin? Ach, da ist eine Plattform, die habe ich gar nicht gesehen. Na gut, aber was sind die Brüssel-Plattformen? Die helfen mir nicht so viel. Vielleicht einmal kurz, Boah, ist das mies, ne? Ace Divinity ist live. Okay, ich war scheinbar wieder offline. Oh ja, ich ziehe da maximal so bis 9 durch. Wenn sich bis dahin nicht alles eingependelt hat, brechen wir heute ab. Das macht mich auch nervös mit dem Internet. Wenn mich das nervös macht, spiele ich auch nicht vernünftig. Weil ich dann andauernd einen Blick drauf habe, wie die Werte sind. Man konzentriert sich nicht mehr aufs Spiel. Ich meine, wir haben jetzt schon spät. Also von der Uhrzeit her müsste der gleich eigentlich ein bisschen besser werden. Ich meine, die Statuen eigentlich irgendwie kaputt. Also hier brauchen wir, wie gesagt, 9.999 für. Hier kann ich nicht viel machen. Nein! Okay, ich bin zumindest durch. Warte mal, hier ist eigentlich nur noch ein Weg durch auf die andere Seite. Mehr dürfte hier nicht sein. Wer bist denn du? Und die Kerze ausgepustet. Perlen aus blauem Wachs haben wir gefunden. Ja, guck mal, jetzt sind wir auf der anderen Seite hier. Ja, nice. Kniescheibe, guck mal.
haben wir das auch offen hier. Hier können wir sogar speichern jetzt. Und danach urteile ich nochmal das Internet und dann sagen wir auch nochmal Bescheid. Die Dementoren. So, hier müssten wir speichern können. Wie sieht's denn jetzt aus? Ja, nicht gut, ne? 1000. Maximal 1000 habe ich gerade. 85. Also, ich sage, es macht keinen Sinn. Wäre nicht schön, aber was soll ich tun? Mal ganz kurz gucken, was wir hier ausrüsten können. Ich war schon lange nichts mehr kaufen hier, ne? Ne, mehr haben wir aber nicht. Ach, ja. Aber wie gesagt, das macht gerade keinen Sinn, weil ich bin jetzt schon wieder auf 200. Das geht gerade mal auf 1000 hoch und dann wieder runter. Ich glaube, ihr seht so nichts und ich kann die Bitrate auf 1000 stellen, ja. Muss aber dann herrlich zum Angucken sein. Da ihr mir nicht antwortet, würde ich auch sagen, ihr hört mich auch gar nicht mehr. Nee. Dann schreibe ich euch mal. Internet. Das ist halt so schlecht. Ich denke mal, lesen könnte er das zumindest. Dass die Zahl auch immer so extrem schwankt, ne? Nee. Ich komme mit meinen Werten nicht mehr hoch. Auch nach guter Neustart gibt das nichts. Leute, wir bräuchten.